Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einer neuen Review. Diesmal, wie ihr seht, Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Kommen wir auch gleich zur Story. Story ist nicht vorhanden. Kann man nicht anders sagen. Ihr seht ja im Hintergrund das Video. Es gibt wirklich keine Story. Es gibt halt so schon Kämpfer aus den verschiedenen Geschichten, die man durchspielen kann. Also praktisch Yugi, Mei und Yugis Großvater und so, gegen die man kämpfen kann. Aber es gibt keine Videos, keine Geschichte dazu, kein sonst irgendwas dazu. Was in jedem anderen Spiel negativ wäre, außer in Yu-Gi-Oh! Hier passt es perfekt rein, weil man ja nicht die Story nachspielen will. Da gab es schon genug Spiele, wo man die Story spielen konnte. Hier legt man wirklich nur Wert auf das Entscheidende. Auf das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel. Karten besorgen, Karten packen und legen und so legen, damit man sie kombinieren kann und den Gegner damit schlagen kann. Hier seht ihr zum Beispiel, das sind halt diese vier Türme. Und halt, da ist Mei jetzt als erste der Gegner. Gegen die trete ich jetzt in dem Augenblick an. Danach kommt der nächste Gegner, bis der Turm fertig ist. Wenn alle vier Türme fertig sind, schalte ich das nächste Yu-Gi-Oh! Kapitel frei. In dem Fall dann das Superhelden-Kapitel mit Yugi Muto oder wie der heißt. Ne, Jaden Yuki. Yugi Muto war ja der von ersten, das andere ist der Jaden Yuki. Wo man sagt, in jedem Spiel muss eine Story sein. Hier ist es extrem gut, dass keine mit drin ist. Da legt Konami wirklich komplett nur Wert auf das Spiel, auf die Karten. Ihr seht, es ist sehr schlicht, sehr einfach gehalten, was einwandfrei ist. Alles richtig gemacht. Tipp top. Die Grafik in Yu-Gi-Oh! Millenniums Duell ist schlicht, wirklich schlicht, normal und einfach. Wo man auch bei jedem anderen Spiel, wie ich es bei Story schon gesagt habe, oh scheiße. Nein, hier extrem geil. Ihr seht, diese Kästchenmuster im Hintergrund, ein bisschen was bewegt sich. Das ein bisschen was da ist. Reicht aus. Ja, dann, manche sagen vielleicht, man sollte das Spielfeld über die ganze verteilt haben. Nee, ich finde es gerade gut, dass es so klein ist. Man braucht es ja nicht so genau sehen, weil links seht ihr, da sieht man die Karte, die man gerade gewählt hat. Und unten drunter steht die Eigenschaft der Karten. Also muss man nicht immer auf die Karte draufklicken. Man sieht den ersten Überblick gleich da und kann da auch nach unten scrollen. Deswegen finde ich es sehr positiv, dass das Spielfeld etwas kleiner gehalten ist. Unten drunter seht ihr praktisch meine Karten, die ich gerade in dem Augenblick zur Verfügung habe. Und wenn wir jetzt uns das Deck an sich, also das Spielfeld an sich angucken, da befindet sich links das Extra-Deck, wo ihr jetzt eine 7 seht. Dort sind Synchro-Monster drin von Yu-Gi-Oh! 5Ds. Es sind Fusionsmonster drin. Und es sind diese Nummernkarten aus Yu-Gi-Oh! Sechsel drinne. Dort drüber mit diesem Stern oder so, was ihr da so seht, das ist das Feld für die Eigenschaft des Feldes. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Wasserdeck macht, also eine Zauberkarte, dass sich das Spielfeld zum Wasser verwandelt und dadurch Aquamonster mehr Power bekommen oder Wald oder was es da alles gibt, die wird dort drauf gelegt. Jetzt seht ihr, dass da die 7 umrandet ist. Das heißt, ich könnte jetzt ein Fusions- bzw. Mehrere Karten opfern, um ein Fusionsmonster zu rufen. Ganz links, wo die 33 steht, das ist mein Deck. Darüber befindet sich der Friedhof, also da, wo die besiegten Karten oder zerstörten Zauber- und Fallenkarten hinkommen. Darüber ist nochmal ein Feld, dort kommen die Karten hin, die aus dem Friedhof, aus dem Spiel herausgenommen werden. Dafür gibt es ja auch nochmal Zauber- und Fallenkarten.
dass man Karten vom Friedhof entfernen kann und dafür irgendein Monster mehr Power bekommt. Diese Karten kommen dahin, die können dann auch nicht mehr mit Monster-Reanimation oder so gerufen werden, weil sie sich nicht mehr auf dem Friedhof befinden. Und so seht ihr, es ist wirklich schlicht und einfach. Oben die Lebensbalken, also Lebensbalken will ich es nicht nennen. Man sieht die LP-Zahl, diese verringert sich. Der Balken wird nicht weniger oder mehr. Da in der Mitte seht ihr Sitzung und darunter stehen die Züge, wie viele Züge man gemacht hat, also beziehungsweise wie viele Runden dieses Spiel jetzt schon läuft. Oben sehen wir die Namen von mir, beziehungsweise auf der anderen Seite vom Gegner und da unten drunter die Bilder. Man kann auch die anderen Bilder noch freischalten, indem man in der, ja, möchtet nicht wirklich Story nennen, aber in der Geschichte schon voranschreitet und mehr Leute besiegt und da andere Sachen freischaltet, bekommt man auch Yu-Gi-Oh! Und die anderen alle als ja, Bild für seinen Avatar sozusagen freigeschalten. Also wirklich sehr stimmig, sehr passend. Es wird nicht übertrieben, keine großartigen Grafikbomben, Grafikeffekte, die da eigentlich auch überhaupt nichts zu suchen haben. Kann ich gar nicht oft genug betonen. Grafikbomben sind bei diesem Spiel fehl am Platz. Es ist sehr einfach, sehr schlicht gehalten. Damit hat Konami diesmal wirklich alles richtig gemacht. Sie haben das verbessert, was die Fans bei den anderen Spielen vermisst haben, dass da Wert auf die Karten gelegt wurde. Haben sie hier wirklich alles tipptopp gelöst, kann man wirklich nicht anders sagen. Auch beim Sound geht Konami den schlichten, einfachen, ruhigen Weg, wie ihr gerade ja auch hört. Ich habe die Hintergrundmusik leise gemacht bei diesem Gameplay. Man kann sie auch lauter stellen. Aber sonst gibt es nichts. Also es gibt die Hintergrundmusik und die Effekte der Karten, beziehungsweise wenn man Karten zerstört, Karten legt, von links nach rechts geht, wie ihr hört, mehr ist da nicht. Was auch gut so ist, dass Konami wirklich auch beim Sound schlicht einfach normal bleibt. Kommen wir nun zum Gameplay. Das Gameplay ist in diesem Spiel auch wiederum wie Grafik und Sound schlicht, einfach und leichtgängig. Man hat halt verschiedene Kampfphasen. Man hat die Entscheidungsphase, wo man am Anfang ein Monster bekommt, logisch, oder einen Zauber oder Fallenkarte, je nachdem, was das Deck ausspuckt. Dann kann man sein Monster, Fallen, Zauberkarten legen und kann sich auch Zeit lassen. Es gibt da keine Zeitbegrenzung. Dann kann man aussuchen, ob man die Runde beenden will oder in die Kampfphase gehen will oder in die zweite Entscheidungsphase. Beziehungsweise, wenn ich dann eine Kampfphase mache, wie ihr auch gleich sehen werdet, ne, hier kämpfe ich jetzt nur nicht, doch, jetzt kämpfe ich, jetzt kann ich das Monster angreifen und vernichte dieses Monster. Jetzt könnte ich danach, ich habe die Runde beendet, ich könnte mich aber dafür entscheiden, nochmal in die zweite Entscheidungsphase zu gehen und nochmal eine Fallen- oder Zauberkarte zu packen, wo ich sage, Mensch, sicher ist, wenn ich jetzt zum Beispiel noch Lichtschwerter oder so packe oder irgendwas dergleichen, das könnte ich dann auch noch machen und dann die Runde beenden. Man hat seine Felder, wie ihr seht, oben 5, unten 5. Unten die 5 sind für Fallen und Zauberkarten, oben für Monsterkarten. Sehr schlicht, sehr einfach, grandios, wirklich wie im echten Yu-Gi-Oh! Spiel. Es ist nichts Übertriebenes oder irgendwas, wo man sagt, das ist nicht ganz stimmig oder nicht ganz passend. Es ist wirklich ein absolut abgerundetes Gameplay. Es macht Spaß, es geht leicht und flüssig von der Hand. Einfach super gelöst von Konami. Der Online-Modus. Ja, also Multiplayer ist hier ein Online-Modus, wo ich noch kein Videomaterial zu habe. Ich habe schon online gespielt und es ist genau wie das Spiel. Es ist wirklich so, wie ihr seht gerade, bloß dass man dann halt gegen einen echten Gegner in Amerika, Deutschland, Japan, was weiß ich wo antritt. Ich habe auch gesehen, dass es da wohl angeblich 4:4 Kämpfe geben soll und sowas alles. Dazu kann ich noch gar nichts sagen. Da wird es aber auf jeden Fall auch noch ein Video zu geben, ein ja,
Gameplay-Review zum Online-Modus, will ich mal sagen. Ich habe bis jetzt nur einmal kurz gespielt, was mir auch riesen Spaß gemacht hat. Es ist wirklich so, wie ihr jetzt auch seht, man kämpft nicht gegen Computer, sondern wirklich gegen echte Menschen, die wirklich auch teilweise faustdick hinter den Ohren haben. Also Hut ab, da könnt ihr euch wirklich anschnallen. Da hat man dann schon wirklich sehr Probleme manchmal, wenn sie schon einige Karten freigespielt oder gekauft haben und wirklich Yu-Gi-Oh! Erfahrung haben, hat man da wirklich richtig Schwitzwasser, würde ich mal so sagen. Da hat man schon ganz schön zu kämpfen, dass man da vorankommt. Kommen wir zu meinem Fazit und der Wertung. Yu-Gi-Oh! Millenniums Duels ist rundum ein gelungenes Yu-Gi-Oh! Spiel. Das kann man nun mal nicht anders sagen. Es ist wirklich alles drin, was sich Fans schon Ewigkeiten gewünscht haben, was in den anderen bzw. in den letzten Yu-Gi-Oh! Spielen, die ich jetzt gespielt habe, zum Beispiel nicht vorhanden war. Es gab auf der PlayStation 2 dieses Delusion of the Rose und dieses mit den Würfeln. Auf der PS3 gibt es wohl in Amerika schon eins, das habe ich noch nicht gespielt. Aber ja, da musste man immer vorlaufen und man musste laufen und zum Gegner hinlaufen und hier was machen, da was machen, bis man mal wieder kämpfen konnte. Was hier Gott sei Dank endlich abgeschafft wurde. Man hat keinen Charakter, mit dem man hin und her laufen muss, irgendwas machen muss, bis man endlich mal wieder kämpfen kann. Man hat wirklich seinen Gegner, den man sich aussuchen kann, wenn man alle frei gespielt hat, logischerweise kann man sich die Gegner aussuchen, so muss man die nehmen, die als nächstes kommen, oder macht halt nochmal einen Rückkampf von dem Match davor, den Gegner nochmal angreifen, nochmal herausfordern oder so. Es ist sehr schlicht, man hat die Avatare, die sucht man sich dann aus, gegen die kämpft man, fertig. Einwandfrei. Konami hat endlich auf die Fans gehört und hat gesagt, ist okay, wir machen ein einfaches Spiel. Und damit ist es wirklich bei diesem Spiel getan. Man braucht keine Grafikbombe, kein Dolby 5.1 Sound, wat wis icke. Ich will wirklich nur meine Felder, wo ich meine Monster, meine Fallen und Zauberkarten packen kann, den Friedhof und hast nicht gesehen. Und dann bin ich glücklich. Ich muss da nicht irgendwie hin und her laufen und hier was machen, da was machen. Hier wirklich, bei diesem Spiel legen Konami wirklich nur Wert auf das Herz von Yu-Gi-Oh! Und das sind nun mal die Karten. Keine großartige Story, Sachen, die man machen muss oder sonst irgendeine Scheiße. Wirklich nur Karten packen, einwandfrei, tipp, top gelöst, kann man nicht anders sagen. Dieses Spiel ist für jeden Yu-Gi-Oh!-Fan ein absolutes Kaufmuss. Kann man nicht anderes sagen. Für Neueinsteiger, die mit Yu-Gi-Oh! So noch nichts am Hut hatten oder haben, ist dieses Spiel ideal, weil es wird jede Karte wirklich erklärt. Ihr seht ja links da, was da steht zu den Karten. Da wird die Effekte der Karte erklärt. Dann kann man Dreieck drücken. Wenn man auf eine Karte geht und man drückt Dreieck, kommt man dann nochmal ins Kartenmenü dieser Karte. Da wird der Flip-Effekt, also wenn man sie flippt, zum Beispiel von verdeckt auf offen, wenn sie so einen Effekt hat, wird der erklärt. Eine Zauberkarte wird erklärt, welche Ursache, welche Wirkung diese Falle oder Zauberkarte hat. Wirklich für Neueinsteiger auch ideal, dieses Spiel. Und da kann man nun mal nicht anders sagen, als danke Konami, endlich ein Yu-Gi-Oh! Spiel zu machen, wie es früher auf der PlayStation 1 war. Ich packe meine Karten, Gegner packt seine Karten. Entweder gewinne ich oder er, je nachdem wer die besseren Karten oder die bessere Strategie hat. Ein absolutes Kaufmuss. Bei jedem anderen Spiel, wie ich es bei Grafik und Sound schon gesagt habe, geht's um Grafik und um den Sound und um die Story. Hier nicht, hier geht's nur um die Karten. Und das hat Konami wirklich diesmal exzellent gelöst. Ein Yu-Gi-Oh! Spiel, wie wir es uns alle gewünscht haben. Und jetzt endlich bekommen haben. Von mir bekommt das Spiel einen Doppeldaumen nach oben. Es ist wirklich ein Kaufmuss, dieses Spiel, wenn man Fan von Yu-Gi-Oh! Ist. Da ja auch alle 4 Yu-Gi-Oh! Folgen, Staffeln, Serien, wie man sie nennen will, mit drin ist. Yu-Gi-Oh! Dann Jaden Yuki, der mit den Superhelden.
Also Yu-Gi-Oh! GX heißt es, dann Yu-Gi-Oh! 5Ds, war das denn mit den Motorrädern, und das neue Yu-Gi-Oh! Sechsel, das ist auch mit bei. Man kann alle Karten von diesen haben. Es sind manche Karten nicht zwischen den einzelnen Folgen kompatibel, das zeige ich euch auch gleich, aber es ist wirklich alles drin. Es ist ein bombastisches Spiel. Es macht richtig Lust und Laune. Und von mir, wie gesagt, Doppeldaumen nach oben. Einwandfrei. Ich habe wirklich extrem lange auf so ein Spiel gewartet. Ich habe Yugi auf der PlayStation 2. Ich habe Yu-Gi-Oh! Auf der PlayStation 3 ist jetzt das erste. Ich habe Yu-Gi-Oh! Aber auch auf der Wii. Und mit diesem Spiel ist es wirklich exzellent. So wollte ich es immer schon haben. Ich krieg nicht nur eine, wie ihr es jetzt gerade seht, ich krieg nicht nur eine Monster- oder Fallenkarte am Ende, ich krieg gleich mehrere. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie gut und wie viele Runden man macht. Wirklich absolut brillant, das Spiel. Damit hat Konami endlich den Zahn auf den Zahn der Spieler gefühlt und gesagt, ja, wir machen das so, wie ihr das wollt, und hat sich daran gehalten. Wirklich diesmal so, wie man sich ein Yu-Gi-Oh! Wünscht. Alles richtig gemacht. Keine Grafikbombe, kein übertriebener Sound, keine Story, weil, brauche ich nicht. Ich will einfach nur meine Karten packen. Hammergeiles Spiel. Von mir, wie gesagt, Doppeldaumen nach oben. Kauft euch dieses Spiel, guckt es euch an. Es ist hammergeil. Aber damit möchte ich jetzt meine Review auch beenden. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen, eine Kauf- oder Gegenkauf-Entscheidung von euch unterstützen. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.